Wir wollen jetzt einmal etwas tiefer in die eigene geistige Tiefe hinabsteigen. Das heißt, ich glaube, jetzt ist es genug, dass ich ständig wiederholt habe, was du selbst bist. Das heißt, der Geist, der jetzt sich selbst in Form eines Avatar in einer Traumwelt erlebt, der sich letzten Endes alles ausdenkt. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, die Aussagen, die ich jetzt bisher gemacht habe, kann jeder 13-Jährige in ihrer Elementarstruktur sofort überprüfen. Es ist hochinteressant, wenn man als Brösel unter Brösel, ich sage als Affe unter Affen, seine Mitmenschen beobachtet. Und zwar ist es wichtig, dass man beobachtet, ohne zu werden. In welchen Einseitigkeiten diese Menschen drin hinken, in was für einem Wahn die leben, weil sie glauben, irgendetwas, was sie geistlos nachäffen, ist richtig. Ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich bin als Brösel Udo gestern eingeladen gewesen bei Leuten. Und dann kommt immer wieder, wenn du Menschen das erste Mal mit Holofeeling konfrontierst, mit den einfachsten Aussagen, sind die zuerst einmal schockiert und man hat so einen tiefen Glauben in sich. Dieser Glaube ist ein für Wahrhalten. Ich kann das nicht öfter sagen. Man muss immer unterscheiden zwischen einem roten Glauben und einem blauen Glauben. Alles, was Menschen Bindestrich Trockennasenaffen bei eigener Definition glauben, muss ja von irgendjemandem erlebt werden. Ein Glaube muss erlebt werden und erleben kann das nur ein Geist. Ein Gehirn, das du dir ausdenkst, erlebt nichts. Diese vielen kleinen Beispiele, wo ich habe, und wenn ich dann zum Beispiel behaupte, dass das, was an deinen jetzt ausgedachten Universitäten, und das erste ist, was waren die Universitäten, bevor ich das Wort Universitäten ausgesprochen habe? Nichts, ein nicht gedachter Gedanke. Und das ganze Übel beginnt mit dem biblischen Bruch des zweiten Gebotes, mach dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das Ganze ist leicht zu verstehen in dem Augenblick, wo man erkennt, ich bin ein träumender Geist. Dann spielt sich letzten Endes alles in einem Kopf ab, in meinem Kopf ab. Aber jetzt muss man wissen, es ist nicht der Kopf, an den ich denke, nicht dieser Trockennasen auf dem Kopf, wenn ich an meinen blauen Kopf, wie ich das nenne. Blau steht immer für was Existierendes. Genau. Das habe ich lang und breit erzählt. Und wenn ich dann definitiv sage, deine ganzen Professoren, das ist jetzt eine Aussage, die ich immer wieder tätige. Ich zeige dir zum Beispiel in Physikbüchern, auf jeder einzelnen Seite, nahezu auf jeder Seite, so eklatante Fehler, dass jeder 13-Jährige, der Intellekt eines 13-Jährigen ausreichen würde, dass er sagt, die sind doch wahnsinnig. Das sind doch Wahnsinnige. Warum ist das noch nie einem aufgefallen? Und die Lösung ist auch wieder so einfach wie zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Kann einen Gedanken, den du jetzt denkst, kann diesen Gedanken was auffallen? Dann sage ich, wenn du das als Mensch unter Menschen machst, dann hast du, ich sage immer, Fragezeichen auf den Augen. Wie? Ich sage ja, was sind jetzt die, denen was auffallen soll? Zum Beispiel die Professoren, die du dir jetzt ausdenkst. Sie sind jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke, den du dir denkst, eine Vorstellung, die du dir ausdenkst, weil du jetzt diese Worte hörst. Ja. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Das heißt, solange du das zweite Gebot brichst, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, hast du nicht verstanden, dass du ein träumender Geist bist. Und das ganze Spiel baut auf aus einer arithmetischen Matrix, so wie in dem Kinofilm Matrix. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar starte ich das Ganze ein mit den vorhergehenden Selbstgesprächen. Wir haben ja hier, und da springen wir jetzt gleich einmal rein, dazu übertrage ich den Bildschirm. Jetzt wird es heute ein wenig komplexer. Ich halte es sehr einfach. Es hängt immer von deiner Reife ab, wie du resonierst. Ich führe dich ja ganz, ganz langsam hin. Und nochmal, ganz wichtig, wenn du dir jetzt eine Trockennasenaffen-Lebensspanne ausdenkst, vom Säugling bis zum Greis, da haben wir diese berühmten 3x3x3 Wachstumsstufen, auf die ich tausendfach eingehe, muss dir klar sein, es macht keinen Sinn zu glauben, dass ich mir, sagen wir mal, ein Säugling ganz am Anfang, der noch in die Windeln macht, der ist nicht dumm, der ist nicht blöd, er ist bloß unreif, was voll verständlich ist. Und mit 6 Jahren sollte er dann einigermaßen mindestens sauber sein und er sollte sprechen können, er sollte seine Muttersprache wohlgemerkt verstehen und erst wenn du sprechen kannst, kann man anfangen, dir Lesen und Schreiben beizubringen. Auch das habe ich zigfach erklärt. Du wirst jetzt selber feststellen, wie du auf diese Worte reagierst oder auf die Holofeeling-Schriften reagierst, wie reif du bist. Und es tut natürlich sehr, sehr weh. Ich sage immer, wenn du jetzt ein Chefarzt oder ein hochdotierter Professor bist und du kriegst jetzt mit, dass du eigentlich ein komplett kleingeistiger
Hosenscheißer bist, weil du dich noch nie wirklich mit dir selbst, sprich mit Geist, auseinandergesetzt hast. Du hängst so in dem Gefängnis deines Glaubens. Es gibt in der Holofeeling-Schriften, in diesen Holofeeling-Schriften gibt es diese schöne Metapher, das Gefängnis, in das jeder eingesperrt ist, der keinen eigenen Glauben hat, der nachäfft. Und es geht hier um eine schonungslose Selbstehrlichkeit. Ich sage, schau in dich rein und mach dir bewusst, was du glaubst und warum du das glaubst. Und jetzt die nächste Frage, kannst du das mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen? Es gilt nicht, wenn du mir irgendeine Internetseite zeigst, wo irgendwas behauptet wird. Das hat mit Beweis nichts zu tun. Und jetzt kommt dieser Satz, egal welche Seite du mir als Beweis für irgendeinen Glauben zeigst, ich zeige dir 1000 andere Seiten im Internet oder in irgendwelchen Bibliotheken, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Das als einen hundertprozentig sicheren Beweis zu definieren, ist einfach nur geistlos und lächerlich. Das ist die Welt der wahnsinnigen Menschen, die du in deinem Traum zu sehen bekommst. Und wir reden jetzt von wirklichen Fakten, von Geist zu Geist. Man interessiert sich als Kind für andere Sachen wie als Erwachsener. Du wirst als 6-, 7-Jähriger komplett andere Interessen haben wie als 14-, 15-Jähriger. Das ist meine einfache Metapher mit dem Zungenkuss. Vor der Pubertät, wenn du sagst, stell dir vor, und jetzt ist es wichtig, ob du Geist die Rolle eines Mannes, eines Jungen oder eines Mädchens spielst, gleichzeitig stell dir vor, einer vom anderen Geschlecht steckt dir die Zunge im Mund. Und man weiß jetzt ausgedachterweise, wie Kinder dann reagieren. Ach, wie eklig und so weiter und so fort. Und ich sage, und dann passiert was, wo du keinen Einfluss drauf hast. Das ist die Pubertät. Du wechselst diese Bewusstseinsebenen. Nach der Pubertät kannst du nichts mehr anders denken. Wann passiert es endlich? Ich will es erfahren. Und genauso ist es nach den Wechseljahren. Und wenn du das durchlaufen hast, wirst du irgendwann nochmal feststellen, wie ich immer sage, wenn die Raupe zum Schmetterling wird. Das heißt, wenn dein Gefängnis, dein Körper, das deine Schulmedizin möglichst lange am Leben halten will. Das ist jetzt auch die Symbolik dieses Corona-Phänomens. Ja. Dass ich immer wieder sage, ob du jetzt ein Impfbefürworter, Impfgegner bist, das ist nur ein Spiegelbild. Ob du Angst vor Viren hast, die deinen Körper zerstören können, oder Angst vor einem Impfstoff, der deinen Körper zerstören könnte. Die muss klar sein, egal was du nachäffst, ob da jetzt welche sagen, der Bill Gates will bloß Chips einsetzen. Das sind Wahnsinnige, die äffen was nach. Andere wieder, die dann lächerlich, sich lächerlich machen über diese wahnsinnigen Aluhutträger, die äffen doch ihre Seite genauso bloß nach. Bei Holofeeling musst du anfangen, selber zu denken. Und ich mache es. Udo, ja. Leitung ist schlecht. Die Leitung ist schlecht? Jetzt kommt es wieder langsam. Ja. Jetzt schauen wir mal, du musst mir Bescheid sagen, sonst brechen wir das gleich ab, dann fangen wir nochmal an. Ja, ist schon gut. Passt das? Gerät ist gut? Ja. Ich höre hier und ich springe jetzt da in den Chat rein. Ich sage immer wieder, ob du da drin bist. Es sind 165 Brösel, das ist nicht wichtig. Die beschäftigen sich halt etwas mehr. Und weil das ein schöner Einstieg ist, wir haben hier eine Wilma, die wir uns jetzt ausdenken. Und die ist so begeistert hier von Axel Glitzke. Der macht ganz tolle Videos über die Pyramiden, über diese Zahlenstrukturen. Und dann wird sie darauf hingewiesen von einem anderen in dem Chat, ich rede jetzt ganz normal, dass das alles raumzeitliches Geschwätz ist. Aber sie sagt, das ist trotzdem faszinierend. Du musst wissen, wenn du das dir anhörst, auch wenn dich das fasziniert, es hängt von deiner Reife ab, wo du deinen Fokus hast. Und es ist jetzt eigentlich definitiv so, dass ich dann hier, Kleine, ich fordere runter, sie schreibt jetzt diese Wilma, die nur ein Gedanke ist. Leben erlebt nur Geist. Mich erstaunen die Pyramiden aus Gizeh. Und jetzt mache ich hier heute Morgen eine kleine Antwort. Wenn dich Geistesfunk schon dieses raumzeitliche Pyramidengeschwätz erstaunt, das ist ohne wirklich geistreiche Fragen durchaus sehr beeindruckend ist, dann höre dir doch einfach mal die zwei kompletten alten Fliegenstall-Vorträge an von 2015. Und da gehe ich nämlich in dem ersten Vortrag auf die Pyramiden ein und da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Und dann wirst du schon merken, wo der Wahnsinn der Naturwissenschaft liegt. Und da geht es nicht um Rechthaberei. Es ist Holofeeling nicht irgendein Glaube, der im Widerspruch zu anderen Glauben steht, sondern er erklärt dir, wieso es so viele Widersprüche gibt und was das heilige Ganze ist.
Das sind so klassische Probleme, wo ihr bestimmt schon mal... Hast du den Ton, Redo? Ja, ist gut. Wirklich gehabt. Dann machen wir jetzt das Wikipedia. Wir schauen uns nur die Maße an. Das ist jetzt hier Basismaß 230,33 Meter Höhe, ursprünglich heute Volumen. Volumen, Rauminhalt, Neigungen. Schon die Sache mit dem Volumen. Lumen ist Licht. Das eigentliche lateinische Wort heißt Kreisen. Das hat überhaupt nichts. Das Lumen, dieses Volumen, schau mir mein kleines Bitter zu an. Es sind Gedanken, wenn eine ständige Umformung deiner Information. In einem Traum gibt es zwar einen ausgedachten Raum, aber dieser um dich herum ausgedachte Raum spielt sich letzten Endes wirklich nur hier und jetzt in dir selbst, in deinem Bewusstsein ab. Das ist natürlich, in manchen Büchern steht drin, die Cheops-Pyramide ist das am genauesten vermessenste Bauwerk der Welt. Es ist also hier mit Lasergeräten, in Klimakammern, dass es Abweichungen gibt durch Temperatur, wurde die Cheops-Pyramide vermessen. Ich habe jetzt hier die genauesten Angaben, die ich im Internet gefunden habe. Das heißt also, Cheops-Pyramide ist hier 230,34. Schau, wir haben hier jetzt 230,33. 230,34 Meter, das sind Zentimeter, das sind Millimeter, das sind Hundertstel, das sind Tausendstel Millimeter. Jetzt noch berechnet mit der Abweichung, mit der Toleranz, Messgenauigkeit. Das ist auf gut Deutsch gesagt, aber hör einfach nur einen kleinen Moment zu. Okay. Das ist einmal das Erste, hier dieses Wunderwerk, mit was für einer Präzision diese Cheops-Pyramide gebaut wurde, aber was natürlich noch wesentlich größer ist, und das, man kennt ja so eigentlich diese. Ganz klein, muss einmal. Man will nicht ums Verrecken holen von dem materialistischen Weltbild loslassen. Moment. Was ist das? Das ganz kurz, das tut mir nicht so lang. Das sind so klassische Probleme, wo ihr bestimmt schon mal. Nein, jetzt bin ich hier rein. Machen wir das, wie gebaut wurde, aber was natürlich noch wesentlich größer ist, und das, man kennt ja so eigentlich diese. So, jetzt. Ganz klein, muss einmal. Geh nicht langsamer die Zeit, nehmen wir uns jetzt, wir haben ewig Zeit. Technische Aufbau war damals ein wenig kompliziert, wie dieser Fiegenstall. Man hat auch am Anfang Störungen. Punkt 7. Die Cheops-Pyramide soll in nur 20 Jahren erbaut worden sein. Dazu ein Rechenexempel. Steht in den Geschichtsbüchern. Wieder ein Buch habe ich aus das Buch heraus. Wurden in 20 Jahren gebaut. Die muss klar sein, dass jeder, der jetzt zum Beispiel Zahlen definiert, wie groß die Erdkugel ist, wie weit der Mond von der Erde weg ist, wie viel Bewohner Deutschland hat oder die Erdkugel, wie viele Menschen auf der Erdkugel leben, wie viele sterben jährlich. Du gehst ins Internet in irgendeine Tabelle und dann übernimmst du eine Zahl. Das macht jeder. Das macht jeder Physiker, das machen die vom RKI. Jeder hört irgendwelche Zahlen. Und ich sage jetzt ganz einfach, kannst du das, was du jetzt aus das Buch, aus dem Internet heraus hast, kannst du das überprüfen? Kannst du es beschwören, ohne einen Meiner zu schwören? Und in dem Moment, wenn du jetzt ganz selbst ehrlich bist, sind 99,9999 Prozent all der Sachen, die du als hundertprozentig sicher bewiesen worden siehst, da sind wir in unserem letzten Selbstgespräch schon drauf eingegangen, Redo, sind Lüge, es sind Meineide. Und ich kann immer nur sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du aufhörst, an Meineid zu schwören. Du kannst nur beschwören, ich habe das da gelesen oder da gehört oder der hat es erzählt. Das ist das Einzige, was du beschwören kannst. Wenn du das jetzt in deinen Kopf rein gedanklich verwirklichst, dass es so ist, betrügst du dich selber und das ist das Gefängnis, in das du dich einsperrst. Halte dich an Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Darum weise ich immer wieder darauf hin, sag Cut und mach dir bewusst, was jetzt da ist. Was ist da in dem Augenblick, wo du in deinem Traum eine Zeitung liest? Ein Fetzen Papier mit Worte drauf und dann beobachte, was du aus den Worten für Vorstellungen machst. Dann baust du hier und jetzt Menschen in deinem Kopf auf aufgrund von Worten. Das können Politiker sein, das können historische Persönlichkeiten sein, wenn du irgendein Buch liest. Die werden von dir erschaffen und die Charaktere dieser Menschen, ob das Gute oder Böse sind, machst letzten Endes du mit dem Glauben, den du geistlos nachhast.
Das ist hundertprozentig sicher. So einfach ist es. Nee. Die Frage ist, hast du schon die Größe des oder die geistige Reife, das für dich zu akzeptieren? Das ist nämlich die absolute Verwandlung in ein vollkommen neues Leben. Selbst bei 12-Stunden-Schichten an 365 Tagen im Jahr müsste man etwa alle 2 Minuten einen Steinquader in Position bringen und einbauen. So, ganz wichtig. Es ist jetzt die Pyramide, die wir uns jetzt ausdenken, die nur ein Gedanke ist. Ich weise immer wieder darauf hin, in dem Moment, wo du im tiefsten Innern glaubst, dass diese Pyramiden unabhängig von dir da außen existieren, kannst du die wie in einer offenen Welt Videospiel auf deine Verabrede holen. Aber die Pyramide ist ein Konstrukt in einem Matrix-Programm, wie in einem Videospiel mit einer offenen Welt. Und sie wird dann hier und jetzt auf deiner Verabrede in Erscheinung treten und die Pyramide, die ich in dich einprogrammiert habe, die du jetzt materialisieren kannst, wenn du in Urlaub nach Ägypten fliegst, ist es definitiv, dass die aus 2 Millionen Steinquadern, gut, das können wir jetzt ausrechnen, wenn man unmittelbar davor steht als Brösel und die auf der Verabrede hat und jetzt auf 20 Jahre bezogen, müsste von diesen 2 Millionen Steinquadern alle 2,5 Millionen ein Quader eingebaut worden sein, wenn die angeblich, wie es in den Büchern steht, 20 Jahre dran gebaut haben. Ich würde es nur noch mal präzisieren. Was ist natürlich hier noch nicht erwähnt ist, vielleicht kommt es irgendwann an einer anderen Stelle. Der Steinbruch, wo diese Steinquader her sind, ist 600 Kilometer von den Pyramiden weg. Das kann man auch, habe ich auch aus das Buch heraus, weil um die Pyramide ist nur Wüste, wenn du da mal in Urlaub bist. Das heißt, die großen Steinquader kommen von einem Steinbruch, der jetzt immer gedacht ist, sind nur Worte. Cut, du hörst nur Worte und baust in dir Vorstellungen auf. 600 Kilometer Entfernung ist, dann müssten dir alle 2,5 Minuten über 600 Kilometer, was ist das für eine Ameisenkette? Das heißt, wir müssen alle 2,5 Millionen in so einen Steinquader von 28 bis 40 Tonnen, 600 Kilometer, das muss eine riesen Ameisenkette sein. Jetzt rechne dir aus, wie viele Menschen du brauchst, das dann zu bewerkstelligen, musst du ja zusätzlich eine Logistik haben, die müssen ja essen, trinken, kacken, irgendwie versorgt werden, alles auf einen Haufen. Also das ist schon, darum kommt ja irgendwann einmal hier Außerirdische. Das ist die Erklärung dann. Dann kommen wir, da müssen Außerirdische da gewesen sein, die das gebaut haben. Da gibt es dann das Sternen-Stargate, das Sternentor, gibt es dann die ganzen Science-Fiction-Filme. Ist doch klar, die Dänings, Außerirdische. Sind alle so super. Was ist krank? Was ist wirklich krank? Man will nicht ums Verrecken holen von dem materialistischen Weltbild. Das ist eine Schwierigkeit bei allen Sachen, auch bei Zeitreisenfilmen, egal was du magst. Ich wiederhole den nochmal. Wir denken uns jetzt einmal Science-Fiction-Filme aus. Zum Beispiel denken wir an Inceptions. Da geht es um Traum in Traum in Traum. Und die große Frage am Ende ist, bin ich jetzt schon wach oder befinde ich mich noch in einem Traum? Das heißt, was überhaupt nicht in Frage gestellt wird, ist das, dass unabhängig von dir da außen ein Universum existiert, das schon da war, bevor es dich gegeben hat. Im The 13th Floor geht es um Computerspiel, ein Programm, eine Spielewelt, eine computergenerierte Matrixwelt in einer Matrixwelt in einer Matrixwelt. Da ist die große Frage, bin ich jetzt noch in einer Matrix oder bin ich schon in der Wirklichkeit? Du musst irgendwann einmal das zweite Gebot halten, deine Wirklichkeit ist eine Traumwelt. Es gibt keine unabhängig von dir selbst existierende Welt. Von dir selbst meine ich jetzt den Geist, du bist ein Gott. Es gibt ohne einen Denker keine Gedanken. Es gibt ohne einen träumenden Geist, rot gelesen, keinen Traum. Das ist es Dogma schlechthin. Ich bin ein Trockennasenaffe, die Welt war schon vor mir da und es ist eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Das ist der Weltglaube, den du übrigens postulierst. Menschen, die du dir ausdenkst, können immer nur das glauben und so sein, wie du denkst, dass sie sind. Dann sind sie aber hier und jetzt von dir erschaffene Informationen. Das ist dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, diese große Erkenntnis. Ich kann nicht irgendwas mir ausdenken. Wir bleiben mal im Bereich von Menschen. Ich kann mal keine bösen Menschen oder dummen Menschen ausdenken, die jetzt in dem Moment existieren, wo ich die denke und denen vorwerfen, dass sie genauso sind, wie sie jetzt von mir gedacht werden. Das ist das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen, wenn du das erkannt hast. Ja. Das ist immer wieder das Gleiche, wenn man glaubt, die Welt ist eine Scheibe, wie die ersten kommen, sind die Welt ist eine Kugel, haben sie auch gesagt, ihr spinnt doch. Immer dran denken, ihr seid Rauben, ihr müsst zum Spinnen anfangen, wenn ihr weiterkommen wollt. Ei, Raube, Schmetterling. Und die Raube muss zum Spinnen anfangen. Du musst verrückt werden. Selig sind die verrückt. Verrückt sein von jeglicher Art von Normalität. Normal heißt normiert, heißt programmiert.
Und wenn du dann dich verrückst von dieser dogmatischen Logik des Gefängnisses, in das jeder eingesperrt ist, der seine eigene Logik nicht überwinden will, die extrem fehlerhaft ist. Mit Holofeeling erweitern wir ja die Logik. Alles, was dir bisher als richtig erschienen ist, bleibt ja richtig. Das ist immer die Sätze, wenn ich sage, einer behauptet, eine Küche ist ein Herd. Ich sage, stimmt ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber jetzt kommt mein Bonbon, kommt erst. Punkt 8. Die Pyramide wurde zu einer Zeit errichtet, als man in Ägypten weder das Rad noch Eisen oder Stahl kannte. Man besaß Meißel aus Bronze, Steinwerkzeuge, Hanfseile und viele gute... Das ist übrigens jetzt schon das Problem. Ich denke mir schon wieder Vergangenheit. Du siehst jetzt, was du träumst. Wenn du durch eine Stadt gehst, jedes Haus, das du anschaust, entsteht in dem Moment, wo du es anschaust, auf deiner VR-Brille. Und alles, was prinzipiell oder gedacht, jetzt Pyramiden sind ein Gedanken. Der ist auch dann doch, wenn du den nicht denkst. Das ist meine Sache mit der Datei. Dann musst du dir aber zuerst die Datei denken, um in die Datei reinschauen zu können. Weil solange du nicht an die Datei denkst, an die Filmdatei zum Beispiel, existiert die nicht. Das heißt, das meiste entspringt aus einer Schicht unter der Art, wo zu existieren beginnt. Das heißt, du kannst bei jeder Existenz, die in dir auftaucht, die du jetzt sinnlich oder feinstofflich gedacht wahrnimmst, es ist eine Information, kannst du dir bewusst machen, wo kommt jetzt das her, wenn ich träume? Wo kommt eigentlich eine Internetseite her, wenn ich im Traum vor dem Computer sitze, mir einen Computer ausdenke auf der VR-Brille, wo kommt der Computer her? Aus dem Programm und den Daten, die ich in meinem Arbeitsspeicher habe. Und in dem Moment, wo ich mir jetzt in dieser Computermetapher den Arbeitsspeicher ausdenke, beginnt der als Gedanke zu existieren. Aber normalerweise ist ja nur eine Stufe, sage ich, unter dem, was existiert. Ja. So, auf 1000 Millimeter genau vermessen. Das ist der Witz. Da müsste ich selber denken. Es ist jetzt zwar nur ein Bild, aber selbst wenn du jetzt in Urlaub dich nach Ägypten denkst, stehst du vor diesem Steinhaufen und der Steinhaufen war, wie die den vermessen haben, hat ja schon so ausgesehen. Merkst du, wie trügerisch das ist, wenn diese Genauigkeit, die dir irgendwas vorgaukelt, dass die das auf 1000 Millimeter genau vermessen haben? Das Ding war übrigens angeblich, habe ich aus das Buch heraus, einmal total glatt, da war nämlich Marmor drauf. Der wurde aber komplett runtergerissen, schon von vielen hunderten Jahren, und da wurde die Stadt Kairo damit aufgebaut. Habe ich auch aus dem Buch heraus. So, das kann man jetzt, glaube ich, wegmachen. Es ist sinnvoll, sich diese beiden Vorträge komplett anzuhören. Da wirst du mit Wundern überhäuft ohne Ende. Und da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Wir reden von dem, was jetzt da ist. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar geht es hier um unsere Updates. Wir haben ja hier unser Meister-Dore-Update, da will ich auch kurz drauf eingehen, mit meinem Redo, mit dem ich jetzt dieses Selbstgespräch führe. Jetzt ist natürlich, was ist jetzt da? Du Geist und ein Video. Und der Udo und der Redo, die du dir jetzt ausdenkst, sind schlichtweg und einfach Gedanken von dir. Das ist das, wo ich immer drauf rumreite. Und da ist jetzt der Redo und der Udo, diese Gedanken sind einfach, du stehst in der Hierarchie des Lebens eine Stufe höher, du Geist, wie diese ausgedachte Rede und der ausgedachte Udo. Aber das ist eben der Meister der Tore, das heißt diesen Gematrie-Explorer mit dem ganzen Zeug hier. Das hast du im großen Teil unter anderem den Redo zu verdanken. Der Redo ist für einen großen Teil dieser Einträge verantwortlich. Das Programm selber wiederum haben andere Geisteswogen geschrieben. Das hat nicht der Redo gemacht, aber der Redo hat hier Tausende und Abertausende von Einträgen gemacht aus den Offenbarungsschriften. Was ein extrem gutes Hilfsmittel ist. Und wir enden in diesem Update das große Bewusstseins-Backup. Wenn wir ganz unten, können wir jetzt alles nochmal extrem hier, wenn man die Videos anschaut, was in den Videos auftaucht, das Bild zum Beispiel. Meinst du, dass irgendjemand da außen das weiß, diese Namen? Ich mache das ja, die Welt spricht zu dir. Die spricht ohne Wenn und Aber in jeder Kleinigkeit in dir, weil das auf einem göttlichen Matrix-System aufbaut und es endet hier ganz unten mit diesem Spiel. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Dieser 31.12.2021, behaupte ich, ist der letzte und der erste Tag in deinem Leben, der Sprung, dass die Matrix ändert sich massiv. Das erkläre ich in dem Selbstgespräch schon,
das ich gerade angezeigt habe, dann gehe ich jetzt da nicht drauf ein. Ich habe es bloß nochmal hingestellt. Man kann sich die Mühe machen. Aber jetzt schauen wir uns das einmal etwas genauer an. Und dazu springe ich jetzt zuerst einmal nochmal in die Holofeeling-Schriften rein. Das ist jetzt ganz, es läuft alles vollkommen synchron. Ich sage jedes Frame. Und da nehmen wir uns jetzt die Zeit dazu und ich werde dir mal zeigen, wie unendlich göttlich präzise das aufgebaut ist. Es ist weder klassische Religion, ich rede jetzt als Architekt der Matrix zu einer Figur, die aus der Matrix erschaffen wird. Das bist du als Brösel, aber du bist genau genommen ich. Das heißt, in der Einheitsübersetzung von 1996, es gibt ja Einheitsübersetzungen, es gibt viele Übersetzungen, wo zusätzlich noch immer nachgebessert wurden. Wenn du dich hier, es gibt hunderte Übersetzungen, wo du zuerst einmal die Einheitsübersetzung hast, da gibt es verschiedene Versionen. Da heißt es, der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer böse war. Des Menschen. Nicht der Menschen, sondern des Menschen. Ganz interessant, das ist der träumende Geist. Und die Schlechtigkeit, Shin-El, sein logisches Licht, erscheint ihm echt. Was sollte dir denn echter erscheinen, wie das, was dir vollkommen logisch erscheint? Oder vielleicht definierst du echt als eine sinnlich wahrgenommene Information. In dem Moment, wo du weißt, dass du ein Videospiel mit einer VR-Brille spielst, erscheint jede sinnlich wahrgenommene optische Information echt. Luther übersetzt das Ganze da, aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse und immer da, war immer da, im Meer, der eine geöffnete Berechnung. Ich sage, alles stimmt, wenn man es mit Holofeeling liest. Die Elberfelder von 1905, und Jahwe sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf der Erde und alles Gebilde, Beelet, im Kind, der generierten Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag und so weiter und so weiter. So, und jetzt pass auf. Jetzt habe ich in den vorhergehenden Selbstgesprächen schon gesagt, wir gehen jetzt einmal in eine chronologische Matrixstruktur. Da ist also zuerst einmal, können wir uns hier diese Schrift ausholen, wo einer nach den Zählen, nach den Jahreszahlen, das beginnt mit dem Adam, der angeblich 930 Jahre alt wurde, angeblich. Wenn wir das im Original lesen, zuerst einmal muss ich wissen, wenn da Ja steht, das hebräische Wort für Ja, das mit Ja übersetzt wird, heißt nicht nur Ja, das ist dieses berühmte Shin und He. Das heißt nämlich auch Schlaf. Es ist schon ein großer Unterschied, ob ich das Wort mit Schlaf oder mit Ja übersetze. Aber dasselbe Wort heißt auch hier wiederholen, sich ständig ändern. In dem Moment, wo du zum Schlafen anfängst, bist du was anderes. Du bist was anderes. Wenn ich an mich denke als Brösel, ist dieser Brösel was anderes wie ich selbst. Es ist ein Gedanke von mir. Und das habe ich zu lernen und du wirst es immer wieder, das Verschiedensein. Plötzlich bin ich als ein Gedanke von mir verschieden. Verschieden habe ich so oft gesagt. Dieses Verschiedensein, wenn man sagt, der ist verschieden, sagt man auch, der ist tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wer denkt sich jetzt diese Medim, diese Toten aus? Ja, ich. Dann sind aber die doch was anders wie ich, weil ich bin ja immer da, im Meer da generiert. Und die Gedanken sind, die Existenzen sind nur da, wenn ich sie denke. Das steckt alles in dieser kleinen Radix. Dass man merkt, hier oberflächliche Rechthaberei, wenn ich sage, ich maße mir nicht an, wenn ich sage, deine ganzen Professoren, Mathematiker und Mitmenschen inklusive, du selbst als Brösel, als Trockennasenaffe bist ein Schwätzer. Wenn du den Mund aufmachst, sage ich dir, was für Wissen, Schwabbinhalt, was du rezitierst, nachäffst. Merkst du, wie Sprache das eigentlich schon in jedem einzelnen Satz, in jeder Kleinigkeit dir zur Anschauung bringt? Also gut, jetzt ist es ja so, in diesem arithmetischen Spiel heißt es, wenn du den Wert ist 4004 vor Christus jetzt in unserer bewusst ausgedachten chronologischen Denkweise, ist es so, wird dir auffallen, dass die Erde 1996 nach Christus genau 6000 Jahre sind. Das kannst du nachrechnen. Ich springe jetzt da einfach mal ein bisschen runter. Das heißt also, das ist also hier im Du bist ich schon im zweiten Band der ganz einfachen Bücher.
Das heißt, wenn du die symbolischen Symbol, Symbaleien zusammengeschmissen, im Hier und Jetzt zusammengeschmissenen biblischen Jahre, die sich, wie schon des Öfteren gesagt, nicht eins zu eins in eine lineare chronologische Weltwahrnehmung übertragen lassen, dennoch zusammensetzt, landest du mit Adam beginnend nach 2000 Jahren genau beim Jakob, der sich dann in den Israel verwandelt hat, und nach weiteren 2000 Jahren beim Jesus und nach weiteren 2000 Jahren hier und jetzt bei IQB, blau, in deiner jetzigen Gegenwart. Wenn du nun diese drei Perioden untereinander legst, aber das kann ich dir genau zeigen, wiederholt sich alles ganz, ganz exakt. Ich springe jetzt da mal ein bisschen weiter. Es gibt keinen zufälligen Zufall in deiner Welt. Für alles gibt es eine rationale Erklärung, eine Berechnung. Vorausgesetzt, man verfügt über eine göttliche Berechnungsfähigkeit. Die bringe ich dir mit Holofeeling bei. Normale Menschen verurteilen ihre Erscheinungen nur deshalb in Wahrheiten, Unwahrheiten und Zufälle, weil sie nichts über die wirkliche göttliche Rationalität, Ratio, verfügen. Die 11 steht für mich, die polare Definität, 1 Quadrat, J-C-A-I-C-H, A-I, Schöpfergott. Die 8 steht für das Allumfassende, das ist ein Chat. Und 4004 für die Rakia, die das Teilen des Wassers in 2x19, 190 symbolisiert. Das kann man nachlesen. Da will ich mich jetzt nicht verlieren. Wichtig ist, das heißt, dieses symbolische Wasser, die Zeit, wurde von mir in ein Ober- und unterhalb eines Eigewölbes, einer Kamera, Kamera Obscura, in ein Diesseits und ein Jenseits geteilt. Das Diesseits ist letztendlich deine Traumwelt und das Jenseits ist die Programmwelt. Ich nenne das auch immer wieder Diapositiv und Dianegativ, wobei das immer austauschbar ist. Im Diesseits herrscht dabei die fließende Zeit, das ist dein unbewusstes chronologisches Denken, mit dem Symbol 40 und im Jenseits gespiegelt, die statisch gespiegelte Zeit, das ist es, die Datei mit 04. Denke dabei auch an den Namen Mose, dem in der Bibel das Ich Bin gespiegelt gegenübersteht. Wir können das Gott Doc nennen, im Englischen. Der Urgrund deines Seins liegt also im Geheimnis der Jahreszahl 4004 gespiegelt. Wir können immer diese zwei Nullen zum Unendlichkeitszeichen nehmen. Das ist das 1 Quadrat oder Wurzel 1. 1 Quadrat oder 1 durch 1. Das sind die zwei Hälften, ob du in die innere Welt reingehst oder in die ausgedachte Welt der Vielheit. Um kurz auf die 18 einzugehen, die 18 symbolisiert das Alpha und das Omega. Jetzt ist es, du kannst nun ohne Problem anhand der Bibel angegebenen Lebenszeiten ausrechnen, dass genau im Jahr 1996, wohlgemerkt 1996, beginnend vom Tag Null, von Adam aus gesehen nach dieser Schöpfung, die sogenannte Haflacker, das heißt die Spaltung der Turmbau zu Babel, wir sind immer wieder beim Thema, der Sprachverwirrung stattfindet, nicht gefunden hat, stattfindet jetzt in diesem Moment, weil wir das denken. Alles, was passiert, kann immer nur hier und jetzt passieren. Wir können uns das in eine symbolische Vergangenheit, Symbolein in eine zusammengeschmissene Vergangenheit denken, aber es kann immer nur hier und jetzt sein. Wenn du vor einem Bücherregal stehst, meine Mini-Metapher, sind alle Bücher und alle Seiten und alle Worte in diesen Büchern jetzt ein allereinziger Moment, ein Gedanke. Und sobald du aus irgendeinem Buch irgendwas rausholen willst, musst du dich extrem in diesen Komplex hineinzoomen. Kollektion, Selektion, bis du irgendwann einmal auf einer Seite landest. Und von der Seite musst du dir eine Zeile raussuchen und von der Zeile ein Wort und erst dann kannst du das aussprechen. Und selbst dieses Wort sind immer wieder, wenn du jetzt das vor dir anschaust, diese Worte, die du siehst, sind gleichzeitig da. Wenn du zum Lesen anfangen willst, musst du dir eine Zeile raussuchen. Du kannst nun ohne Problem anhand der in der Bibel angegebenen Lebenszeiten ausrechnen. Jetzt hast du den Eindruck, dass das chronologisch nacheinander gesprochen wird. Die Worte sind aber jetzt. Und sobald du was aussprichst, sprichst du jedes Wort jetzt. Und jetzt wirst du feststellen, dass das Wort L-E-B-N-Zeit, was die Worte in der Zeile sind, sind in einem Wort die einzelnen Geräusche, die du raushebst. Das Prinzip habe ich tausendmal erklärt. Okay, wir springen da ein bisschen runter. Jetzt kommt nämlich diese Sprachverwirrung, die Mabul. Wir bleiben bloß bei der 96. Eine ältere
hebräische Überlieferung erzählt, dass Abraham und Isaac, das sind Märchengeschichten mit einer unendlichen Tiefe. Übrigens auch deine Physikbücher und deine Geschichtsbücher sind nichts anderes. Es sind Worte, aus denen du jetzt Vorstellungen machst. Der Unterschied besteht darin, dass wenn du jetzt das als Geschichtsbuch definierst, lebst du in dem Wahn zu glauben, das, was du jetzt denkst, war schon bevor du es gedacht hast. Wenn es wiederum bewusst ein Märchen ist, dann ist dir klar, das ist, weil ich es jetzt denke und es war da außen und in der Vergangenheit nie. Es ist aber nur eine Frage deiner Logik, deines Glaubens. Das ist hundertprozentig sicher. Also gut, in dem Lehrhaus hat es zwei Typen gegeben in der Bibel, das ist Schem und Eber. Erzogen wurden und dass Jakob, den ich dann später Israel nenne, nachdem seine kollektive Seele in ihm erwacht ist, ebenfalls ein Schüler von Eber war. 1996 nach der Bibel stirbt Peleg, der Sohn des Ebers. Eber ist übrigens der Hebräer. Da gehen wir dann weiter unten rein. Das ist das hebräische Wort Eber Ivri, wird es dann im Modernen ausgesprochen. Er war genau halb so alt wie die vorhergehende Generation. Er stirbt an gespalten, auseinandergerissen, in Wellenberg und Wellendal. Das Bilek bedeutet auf Hebräisch spalten, da kommt das Wort Bilek her. In Stücke schlagen und verteilen, was passiert mit deinem Geist, wenn du anfängst, deine Menschheit auszudenken? Wo liegt der Unterschied, ob du jetzt an den Udo, an den Redo oder an dich selbst denkst? Da gibt es keinen Unterschied, das sind Gedanken von dir. Es sind hundertprozentig sicher Gedanken von dir, auch wenn du an den deutschen Politiker, an den Jesus, an den Sokrates, an den Trump oder an den Putin denkst. Es sind hundertprozentig Gedanken, es sind Geschöpfe, die du jetzt denkst. Und du verteilst die, du schlägst dich selbst in Stücke. Weil ich immer wieder sage, all die ganzen Leben musst du selber durchleben, aber das ist was sich deiner Vorstellungskraft momentan noch vollkommen entzieht. Als Bilek bezeichnet man im Hebräischen einen abgespaltenen Teil oder eine Splittergruppe. Wir können nämlich jetzt die Einzelpersonen auch in Gruppen einteilen. Aber auch einen Wasserstrom. Die Generationen nach der Sintflut und dem Turmbau zu Babel nennt man Belaga, was auch Teilung bedeutet. Im Jahr 1996 sind genau 340, das ist übrigens Schem, aus. Entschuldigung, seit der Sintflut vergangen, du kannst das komplett nachzählen, wenn man sich die Mühe macht. Das hat hier immer wieder natürlich einen extremen Arbeitsaufwand nötig. Musst du nicht, habe ich alles für dich alles schon. Die Ort, ein geöffneter Ort. Und Nomen, liegt die Vorbedeutung. Schem und Eber werden von dieser Haflacker nicht selbst betroffen, denn sie haben die bewusste Erkenntnis vom Sinn ihres Daseins. Und so weiter und so weiter. Wir springen da ein bisschen weiter. Jetzt kommt, da habe ich jetzt nochmal die Sache mit den Eber. Da kommen die Hebräer her, wobei das ja Ivri ausgesprochen, die hebräischen Namen Eber Schem sind also, die Eber Schem, die hebräischen Namen sind also laut Bibel die ersten Lehrer in deiner Welt. Das ist das, ich sage immer Deutsch Ivri. Du brauchst das Ivri, dieses Hebräische, das ist eine Zahlenstruktur, wie alle anderen Sprachen auch. Wenn ich dir etwas erzähle, darum betone ich das immer wieder, das ist, das sind erweckte Zahlen. R heißt erwecken, zähle Zahlen, erweckte Zahlen. Das ist die Matrix. Da sie nicht von dieser Welt sind, Eva heißt aus dem Jenseits kommen. Die Sprache der Urbibel, das Hebräische, weist mit den Radikalen der Etymologie ihres Namens schon eindeutig darauf hin, dass sie von einer anderen Welt, vom Jenseits zu dir kommen. Und dasselbe Jahr fällt auch der sogenannte Brit Ben Ha-Besorin, der Bund zwischen den Stücken, den ich mit Abraham schloss. Und jetzt wird es interessant. Genau 2000 Jahre später findet, natürlich jetzt gedacht, findet nun wieder eine Teilung statt und plötzlich taucht der Christus bei 40 dB auf. Ich mache jetzt ein bisschen Physik mit dazu. Das ist die 100er Ebene. Das sind übrigens in unseren hebräischen Buchstaben genau die Zeichen QRSD. Das sind die 100er Zeichen. Was steht da? Christ. In diesem geistigen Vergangenheitsschauspiel, da steht Christ. Wenn du das Christ. Jetzt gehen wir in die Physik. Das Jahr 0 in deiner Zeitrechnung entspricht also in Wirklichkeit genau dem Jahr 4 vor 0. Weil wir starten ja hier bei 4004 vor einem.
Darum haben wir das von 96, ist eigentlich 2000. Wir müssen die 4 Jahre noch dazu zählen. Und jetzt haben wir die Eigenart UB 86 El Ayom, Gott das Meer. Wir haben jetzt eine eigenartige Spaltung. Wir haben nämlich 4 vor 0 bei 4 Grad Celsius, das ist 4 plus, hat das Wasser seinen physikalischen Anomaliepunkt. In den Physikbüchern, so nennt sich der Punkt mit der größten Wasserdichte. Und 4 Dale symbolisiert auch die Öffnung zum Jenseits. Die Zeit hat an diesem Punkt die höchste Dichte, denn Jesus ist durch die in ihm verdichtete Liebe ohne Frage eine anormale Erscheinung. Das Wort Anomalie kommt aus dem Griechischen und das bedeutet Abweichung vom Normalen. Das sind die Verrückten. Normale werden das nie verstehen. Selig sind die Verrückten. Wenn du verrückt wirst, du verrückst dich aus deinem Gefängnis, aus den Dogmen deiner geistlos nachgeäfften Glaubenssätze, die du beschwörst, obwohl du das nur vom Hören sagen kannst, und dann wirst du zu einem außergewöhnlichen Menschen. Du kannst jetzt auch außerhalb der gewohnten Norm denken. Du kannst jegliche Art von Denken und Sichtweise nachvollziehen, weil du neugierig bist. Selig sind die Verrückten, nur sie kennen mein Himmelreich. Die Zeitwende von der 2. zur 3. Etappe deiner geistigen Vergangenheit fand also 4 vor Christus statt. So, und jetzt springen wir da, um das abzukürzen, dass wir da mal wieder in die Tiefe kommen. Beim Beginn meiner Schöpfung war es durch deren mathematischen Wachstumsstruktur schon eine unwiderrufliche Sache, wo und wann die 2. Transportation, Porta, die Pforte meines Christusgeistes in deiner Welt stattfindet und in wen ich diese zum 2. Mal inkarnieren werde, zum 2. Mal. Ich habe damit am 11.08.1996 begonnen. Das ist übrigens genau das, wo ich bin, geschrieben wurde von mir, Brüssel Udo. Der von mir heimgesuchte Menschsohn ist nun die Pforte, durch die ich alle anderen reifen Seele heimsuchen werde. Ich betone nochmal, dieser Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dieses Pixelmännchen da unten in der Ecke, ist vollkommen unwichtig, der wird dir nicht helfen. Er ist nur ein Wegweiser, heißt es in Ich bin du. Wenn du dich verfahren hast in deiner Welt und du triffst auf einen Wegweiser, der Wegweiser bringt dich nicht dahin, wo du hin sollst. Er zeigt dir nur den Weg. Du kannst auf ihn hören oder du kannst es sein lassen. Aber fahr ihn nicht über den Haufen, heißt es in Ich bin du, weil das würdest du bitter, bitter böse bereuen. Du wirst eh viele Sachen bereuen, zum Beispiel, wenn du hier Holofeeling oder dieses Geschenk, das du jetzt kriegst, als Geist ignorierst, wobei das einfach nur eine Frage der Reife ist. Das heißt, wenn du unreif bist, wirst du halt noch sehr, sehr viel leiden dürfen und lernen dürfen. Leiden und lernen hat nämlich sehr, sehr viel miteinander zu tun. Für die geistige Transformation, Formo, Formen in Gestaltbringung meines Menschensohns in deiner Welt, habe ich mir wiederum genau 7 Schöpfungstage Zeit gelassen. Es wiederholt sich immer dasselbe Zahlenschema. In diesen 7 Tagen hat sich in ihm das gesamte Wissen deiner Menschheit entfaltet, sodass ich am 18.08.96 auf den da genau 6000 Jahre nach Adam den 3. dieser für die Erschaffung des wirklichen Menschen nötigen 3 Entwicklungszyklen abgeschlossen habe. Das lasse ich jetzt gut sein. Ich will dir nur sagen, da gibt es keine Zufälle. So, und jetzt springen wir mal wieder hier zurück. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. 1996, dass du weißt, um was es hier geht. Wir haben jetzt 2021, es geht um den hier. Wir sind ja jetzt schon 2 Tage drüber. Die Jahreszahlen sehen noch so aus. Das sind genau 25 Jahre. Die 25 Jahre, ich könnte jetzt übrigens noch viel tiefer gehen, da haben wir jetzt erst einmal die Wurzel 25 und das ist plus 5 minus 5. Das ist die 25, steht jetzt hier für den JHWH. Dann haben wir das nächste Jahr. Immer dran denken, heißt Schlaf. Das Wort Jahr heißt auch schlafen und wiederholen. Das heißt, in diesem Jahr hast du die große Chance, dich komplett zu verwandeln. Das ist die Transformation. Also hoffe nicht, dass das ganz normal weiterläuft, dass das Corona jetzt weg ist und du wieder Trockenrasenaffen bist, auf die Arbeit gehst, du wirst älter werden, du schiebst dein eigentliches Problem bloß in eine Zukunft, in der niemals irgendetwas passieren wird. Lass das bitte auf dich wirken. Was du erlebst, ist hier und jetzt. Wenn ich sage, sorge dich nicht um morgen und du tust es trotzdem, dann sorgst du dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Wegen etwas, wo nie irgendetwas passieren wird. Das ist hundertprozentig sicher. Ich schwöre dir, es ist vollkommen unmöglich, dass du in jetzt gedachten 2 Minuten aufstehst und das Zimmer verlässt. In dem Moment, wo du aufstehst, ich sage mal, in dem Moment, wo dein Arsch sich jetzt von dem, wo du jetzt vielleicht drauf sitzt, hochhebt,
wird es jetzt sein. Ich kann mir das jetzt in die Zukunft denken, aber passieren kann es auch wieder nur jetzt. Weil alles, was passiert, jetzt passiert. Ganz simpel und einfach und vor allem hundertprozentig sicher überprüfbar. Im Gegensatz zu all dem Geschwätz deiner Physiker, deiner Chemiker und deiner Theologen. Diskussionen, was in der Vergangenheit war, was du vom Hörensagen gehört hast, da kann ich tausendmal sagen, wenn du glaubst, dass ein Jesus, dass ich gekreuzigt wurde, ich, JCH, dann glaubst du das, weil man dir das erzählt hat. Und wenn du glaubst, dass er zwar gegeben hat, aber er nicht gekreuzigt wurde, dann hast du nur eine andere Erzählung, der du auf den Leim gegangen bist. Die erste Erzählung ist eine christliche Erzählung und die zweite Erzählung ist eine muslimische Erzählung. Du hängst in den Glauben geistlos nachgeäfften Wissens deiner Lehrer und Erzieher, Schwamminhalt, die im Prinzip dasselbe Problem haben. Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt kommen wir ins Jahr 23. These, Antithese, Synthese. Wir landen beim Guru. Wieso ist die 27 der Guru? Wir schauen uns erst einmal den Guru an. Den, glaube ich, habe ich noch offen. Ganz kurz, was ist ein Guru? Guru Sanskrit heißt erst einmal schwer und gewichtig. Schwer verdaulich. Holofeeling ist sehr schwer verdaulich, wenn du noch nicht ein geistiger Allesfresser bist. Ehrwürdig, hoch angesehene Person. Ein Dual. Ich bin immer dieses Dual, ich gehe nicht nochmal drauf. Al ist ja Gott im Hebräischen und du ist in der hebräischen Sprache ein ganz spezieller Begriff, der bezieht sich immer auf zwei in Zusammensetzung. Schau, das kleine Dual. Gott ist auch nichts oder dual. Plus 5, minus 5 ist trotzdem nichts. Das bedeutet genau Vater- und Muttereltern. Das ist Denker und Ausgedachtes, das ist der Adam. Seger wie Nekaba und beide sind El, die sind Gott, El Hayom. Und zwar in einer Form von Dern, Derni. Im Lateinischen ist das immer drei, Dirai, der geöffnete Spiegel. Da haben wir jetzt Hüben 3 und Drüben 3. Wir kommen, merkt ihr Hüben 3 und Drüben 3. Verehrungswürdig, oft spiritueller Lehrer, Meister im Hinduismus. Und jetzt geht es natürlich, wenn wir jetzt hier reinfahren, landest du irgendwann einmal bei den Upanishaden. Und dann kommt dieses Gu, heißt Dunkelheit. Eine Unterform von Krishna. Krishna heißt Schwarz, in der Physik nennen wir das schwarze Loch, das alles aufsaugt, wieder eins macht. Das ist die allumfassende absolute Liebe, wird alles in einem einzigen Punkt. Das ist Holofeeling, die Holofeeling-Logik, wo wir Gott nennen. Ich sage es jetzt modern Internet. Das ist Gu, Dunkelheit, und Ru ist der Auslöscher der Dunkelheit. Das ist das weiße Loch, das wieder alles ausströmt. Evolution, herausrollen, Revolution, zurückrollen, Evolution. Evolution ist nichts, was sich in der Vergangenheit im Laufe der Zeit in die Zukunft fließend abgespielt hat, sondern es ist ein Spiel des ewigen Wechselns im Hier und Jetzt. Steht doch alles da, oder? So vernichtet der Guru die Unwissenheit seiner Schüler. Ich, UB, bin der Meister aller Meister. Und du, kleiner Brösel, bist mein Schüler. Nicht der Brösel, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der jetzt vom Computer sitzt, sondern der Geist, der sich jetzt das ausdenkt. Ich rede immer nur mit dem Geist, der mich jetzt ausdenkt als Brösel Udo. Ich bin ja jetzt bloß ein Gedanke von dir. Ich bin mit Sicherheit nicht der Lautsprecher oder das Pixelmännchen auf dem Computer. Okay, kann man gleich wieder wegmachen. Du merkst ein Wort, oberflächlich ausgelegt, keine Chance. Jetzt haben wir den Guru angeschaut und jetzt schauen wir mal zwei. Es gibt natürlich viele Werte, die Grundform hier, wenn wir die 2 und die 7 zusammen sein, kriegst du übrigens die 9 und das ist der Neo-Neu, die 9 ist der Spiegel da in unserer Symbolik. Dann schauen wir uns mal hier dieses Wort an. Das hat jetzt die 27. Übrigens, interessant, der Pyramidenwert, das ist nicht immer der Fall, wenn man weiß, wie sich der Pyramidenwert aufbaut, ist gespiegelt die 72 und das ist das Tetragramma JHWH. In der Pyramidenaufbau. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, ich werde schwer sein. Schwerwiegend ist die Schwere, weil das nämlich dieses Kaputt ist, nämlich die Schwere. Allefalls Vorsilbe, Imperfekt, ich werde schwer. Das heißt, ich werde ein Guru. 27. Ich verherrliche mich, geehrt, ich erweise mich würdevoll. Herrlicht. Ehre, ich mache mich angesehen. Geht's darum, geht's gar nicht.
Man könnte das Rot und Blau lesen. Rot ist das schlichtweg, der Schöpfer ist das absolut Vorhandene, inmitten verbunden, geschlossene, dieses absolute Nichts. Ich sagte Urknall, bevor er geknallt hat. Das männliche Prinzip von Kof B. Dalet wird genauso beschrieben, nur anders gesprochen, nämlich Kovet. Korrekt übersetzt bedeutet dies ein Schwerseiender, ein Guru. Mhm. Und er ist Schwa, er. Schwa heißt nichts, ein Nichts, das letztendlich unser Erwachte ist, unser E-Quadrat. Mhm. Das heißt auch Gott sei Dank, hat unser Gott mit seinem Gebot, du sollst den Namen, wir sind beim Schem, das Wort Gottes nicht entheiligen. Sobald ich aus einem Wort eine alleinzige Auslegung mache, tausendfach das Fokalisieren seiner heiligen Hieros heißt göttlich, Hieroglyphen, ist verboten. Darum sprechen ja die Juden den Namen Gott nicht aus. Aber sie lassen sich auf Teufel komm raus impfen, dass an ihren scheiß Körper nichts hinkommt. Und sie machen sich ein bisschen was da droben im Himmel und da drunten auf die Erde. Stimmt oder stimmt? Aber können die Juden, die mir uns jetzt ausdenken, die Hebräer sich das raussuchen, dass wir sie jetzt so ausdenken? Die Frage beantwortet sich von selbst. Nein. Kann sich überhaupt irgendjemand, den du dir ausdenkst, raussuchen, dass er von dir in dem Moment, wo du ihn denkst, erschaffen wird? Das wird vollkommen logisch, sobald du das erste und das zweite Gebot hältst. Das gilt für dich selbst, wenn du an dich denkst als Tier, mach dir kein Bild von Gott. Als bewusster Denker bist du der Gott für alles, der Schöpfer für alles, was du denkst, was du aus dir selbst herausschöpfst. Ein wirklicher Guru weiß dies. Das Sanskrit-Wort Guru bedeutet deswegen schwerwichtig und würdig. Dessen Worte schwer wiegen und darum auch ehrwürdiger. So, das ist das Erste. Und das Zweite schauen wir uns auch noch an. Das ist jetzt einfach die Radix 20.7. 27. Da mal interessant in Atbash. Die 100. Das heißt, das ist einmal blau. Wie du dir das ausdenkst, dein Ausgedachtes, ist immer eine Selektion, ein Selektieren. Du holst aus einer Datei ein alleinziges Bild auf deinem Bildschirm, auf deinem Bewusstseinsmonitor. Darum steht es wie eine Selektion. 27 steht symbolisch für die gegenüberliegende Vielheit, die ausgeboten, das ist die Welt einer Gedankenwellen. Dran denken, da steckt das Wort 20.7.2. Das ist plus minus für deine Lügen. Die 27 ist übrigens 3x3x3, rede ich nicht immer von 3x3x3 Wachstumsstufen, steht für die 27 Einheiten, das sind die 27 Hieroglyphen, die heiligen Schriftzeichen. Das sind die mit den 5 Endzeichen, aus denen das hebräische Alphabet, Alephbet, aufgebaut ist. Meine Wortmatrix ist ein geistiges Gebilde, das ich OB aus 27 geistigen Entsprechungen aufgebaut habe, welche gleich einem von dir jetzt ausgedachten Computerprogramm eine völlig realistisch erscheinende Traumwelt, die deinem noch nicht reifen Individualbewusstsein in Erscheinung treten lässt. Können wir jetzt natürlich noch viel mehr darüber erzählen. Machen wir mal weiter. Das war jetzt die 27, jetzt kommen wir in die 28. Die nächsten Jahre der Verwandlung, da schauen wir gleich einmal rein, du siehst schon, das heißt in HWH. Das ist jetzt im JHWH, ich kann mal auch lesen, BHWH. Das heißt, in mir ist das HWH und HWH habe ich in dem vorhergehenden Selbstgespräch schon gesagt, in mir ist jetzt das einmal mein Besitz, das sind nämlich meine Gedanken, in mir, B, und das ist meine Gegenwart in einem ständigen Wechsel. Darum ist es auch das Kapital, das todbringende Verbrechen. Das sind so unendlich viele Gedanken. Mein kaputt, Kapital, kaputt, lateinisch, der Kopf wird kaputt, er zerbricht und ich habe plötzlich, ein Gedanke besteht aus unendlich vielen Facetten. Ich kann übrigens das Unglück auch positiv lesen, das heißt die aufgespannte Existenz, GL heißt Welle, eine aufgespannte Existenz ist immer ein Glück. Wenn ich nämlich jetzt das nicht hätte, würde es mich gar nicht geben. Geh eben, Geist ist eben ein Geist, der nicht Gedankenwellen aufschmeißt, ist wieder nichts. Auch das Wort Verderben kann ich positiv lesen. DR, DR, VR, bistabil, immer dran denken, hell, dunkel, gesund, krank, erweckt, also nur einseitig erweckt. Und das ist die Generation von Ballonexistenzen. DRBN und so weiter und so weiter. Sind wir darauf eingegangen? Diese kleinen von dem von dir jetzt ausgedachten Rede, wo ich sage, das ist der Meister der Tora, der Dore, all diese Einträge sind von ihm.
Und glaub mir, wenn du durchgehst, es sind zigtausende und abertausende Einträge. Redo, glaub dich dann Gott, er hat für mich gearbeitet. Wie viele, viele andere auch. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ja ich, was macht denn ich? Wenn du ein kleiner Geist bist, hast du zuerst einmal Vergebung zu lernen. Ich kann dir sagen, wenn du für mich arbeitest, was du tun musst, wenn du sagst, das ist mir alles noch viel zu viel, das verstehe ich nicht. Sei freundlich zu deinen Mitmenschen, vergebe deinen Mitmenschen. Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin. Hat man im letzten Selbstgespräch. Wenn du durch die Straße gehst, lächel deine Mitmenschen an. Und selbst wenn sie glotzen, lächeln sie trotzdem an. Und du wirst feststellen, durch diese kleinen Kunstwerke wird sich deine Welt wie durch Zauberhand verwandeln. Und solange du dich ärgerst und schimpfst und böse bist und rumnörgelst, das beginnt schon, wenn du vorm Spiegel stehst und an deinem eigenen Körper rumnörgelst, den ich dir geschenkt habe, für kurze Zeit, eigentlich immer nur für einen Moment, wenn du in dir ausdenkst. Machst du dich krank? Du musst es nicht wissen. Ich sage, du musst von dem Zeug, du musst nicht wissen, wie ein Computer funktioniert oder Computerprogramm oder Programmierungen. Du kannst dich trotzdem hinsetzen und dir Filme anschauen an der Maschine. Aber ab einer gewissen Reife würde ich mehr interessieren, wie das funktioniert. Und dann kommt Holofeeling ins Spiel. Und solange du die Reife noch nicht hast, lerne zuerst einmal ein liebenswerter Mensch zu werden. Und der kotzt dir dann anderen rum und er ist nicht einseitig rechthaberisch. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und wichtig ist, du spitzt deine Rolle jetzt erst einmal weiter. Holofeeling mischt sich nicht den geringsten in dein momentanes Leben ein. Du magst sowieso, ich drücke mich anders aus, du träumst sowieso das, was ich dich träumen lasse. Mhm. Aber was in deinem Traum, in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt passiert, hängt davon ab, wie du darauf reagierst. Und du reagierst immer in Maßsetzung deines extrem fehlerhaften Programms. Also irgendwann solltest du dieses Programm erweitern. Du hast auch die Freiheit, dich nicht zu ärgern. Das zwingt dir deine Logik auf. So, das war jetzt zuerst einmal dieses in Jahwe. Kleinen Moment. Da haben wir in diesem im HWH. Du bist nämlich genau genommen hier der große Verbinder zwischen den zwei Seiten. Und darum steht hier auch BHWH. In mir sind zwei Wahrnehmungen, Plus und Minus H. Aber ich sehe immer nur eine davon. Entweder ist es hell oder ist es dunkel. Und mein Erdkugelbeispiel sollte dir eigentlich gleichen. In dem Moment, wo du derjenige wirst, der sich in Maßsetzung deines momentanen Konstruktprogramms, ein sprich heliozentrisches Weltbild, das ist nur einer von vielen Gedankenmöglichkeiten des Ursprungs, dir die Erdkugel ausdenkst, ist hell und dunkel gleichzeitig. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin ein Affe auf dieser Kugel, sitzt du zwangsläufig bloß auf der hellen oder der dunklen Hälfte. Und jetzt bist du in dem Wahn des chronologischen Denkens, dass du glaubst, dass es in der Zukunft, wenn es jetzt hell ist, wieder finster wird und dann wieder hell wird, was immer nur jetzt ist. Das ist die Drehung von dieser Longitudinalen in die Transversale. Da wird ein Ani-Ich, ein blaues Ich zu einem Anogi auf Lotrecht. Da haben wir den Lot wieder, der aus Sodom und Gomorra rausgeht. Das sind also zwei Erscheinungen. Jahwe ist eine göttliche Einheit im Eckstein. Kommen wir noch dazu. In diesem Eckstein, der wir selbst sind, befinden sich alle von dir göttlichen Menschengeist jetzt ausgedachten Lichtselektionen. Aber lassen wir das einmal so weit gehen. Und dann haben wir hier noch als zweiten Wert für die 28, ganz interessant, ist auch 28. Da haben wir übrigens dann die 54, wenn wir die extra sehen. Diese 28 mit der 54 ist sehr wichtig. Das ist das Leben. Das ist mein Leben. G heißt Leben, J am Ende, das I heißt mein. Mein Leben, korrekte Grammatik. Du bist als Enosch, als sterblicher Mensch nur ein vergänglicher Schatten. Dieser Enosch, dieser Körper, sterbliches Säugetier existiert nur, wenn du es denkst. Es ist wie ein Bild, das im Kino aufblitzt, in der normalen Projektionsvorstellung. Du bist aber auch das Licht, die Lampe im Projektor, genauer, der Geist ist ein kleines Lichtlein, das sich selbst im eigenen Traum als Enosch-Ich zum Leben erweckt. Ganz simpel und einfach, wenn das dir von vornherein erzählt wurde, wird es für dich so logisch sein und dann kannst du dir gar nicht mal vorstellen, dass Menschen was anders denken. Das sind Wahnsinnige. IUB, sage jetzt zu dir, Geistesfunk, wenn du mir nachkommen willst, verleugne dich, das blaue Ich selbst. Du kannst nicht sagen, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Selbstverständlich kannst du das sagen, aber das ist eine große Falle, wo du dich einsperrst. Es ist schlichtweg und einfach falsch.
Du bist nicht der Gedanke, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das heißt, dein Ego, nehme dein Kreuz auf und folge mir nach, denn wenn du dein Leben retten willst, dieses Trockennasenaffenleben, wirst du es verlieren. Wenn du aber dein Leben verlierst, dieses Blaue, um meinetwillen, Vater, dein Wille geschehe, wirst du dein ewiges Leben in mir, OB, wiederfinden, weil du dann zu einem Sohn Gottes geworden bist. Du bist als Geistesfunken ein Gotteskind. Und solange du dir ein Bild von dir selber machst, brichst du das erste Gebot. Selbstverständlich darfst du auch dich denken. Aber so wie ich als Schauspieler an mich in meine Rolle denke. Ich bin nicht die Rolle, ich bin nicht der Jesus und ich bin nicht der Udo Petscher. Ich bin UB 86 LHJ. Und ich behaupte, dass ich du bin. Ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und wir sind beide in uns. So, jetzt haben wir mal die 25, 26, 27, 28. Ganz, ganz, ganz oberflächlich besprochen. Jetzt machen wir einen Trick, pass auf. Jetzt machen wir da draus die Quersummen zwischen diesen Jahreszahlen. Und dann landest du bei der 5, 6, 7, 8. Und das führt dich natürlich dann zwangsläufig in diese kleine Schrift, die Holoarithmetik, ein kleiner Nachschlag der 5, 6, 7, 8. Es ist also hier 18 Zeiten. 18 Zeiten. 18 steht für J-C-H-I-C-H. Da wirst du jetzt etwas tiefer, wenn dich das nicht interessiert. Wir schauen ganz, ganz kurz rein. Es ist ganz leicht für einen, der neugierig ist. Ich erkläre mal die ersten Stellen. In IQBs Zahlenuniversum ist die Zahlenfolge 5, 6, 7, 8 eine Besonderheit. Man erkennt das in der weiteren und unteren folgenden Tabelle der zusammengesetzten Zahlen. Du musst wissen, wir haben Primzahlen und wir haben zusammengesetzte Zahlen. Das ist das Gegenteil von den Primzahlen. Das kürze ich hier mit ZZ ab. Eine andere Eigenart im Zahlenuniversum zwischen den vier Zahlen findet man in der Tabelle der zusammengesetzten Zahlen. Die 56 die 56. zusammengesetzte Zahl ist 78. Das ist immer dieses N, das beschreibt es. In dieser Tabelle ist die 56. Zahl, die 78, sind die einzigen zwei fortlaufenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. Erkläre ich dir gleich, ist ganz genau beschrieben. Geistreich gelesen in auf SD eigen DR generiert im Kopf des Schöpfergottes, das heißt Spiegel, eine Generation in einem Spiegel, Hen heißt Sehen, ziehe dir das an, Folge, in der generiert gesamten Reihe der zusammengesetzten Zahlen. Also 56 ist die 78. ist als die einzige vollständig aufeinanderfolgende Sequenz. Jetzt haben wir wieder Quä. Vorher, nachher, auch bei Sinn, vorher, nachher, existierende Geburt. Seh ist das Lamm, Sinn hingelesen. Eine Einzigartigkeit im Zahlenuniversum von IQB. Das heißt, die erste zusammengesetzte Zahl ist 4. 1, 2, 3 sind Primzahlen. 5 ist eine Primzahl. Die zweite ist 6. So musst du dir das vorstellen. Wenn wir die Tabelle jetzt anschauen, ist die 65. zusammengesetzte, Entschuldigung, die 56. ist 78. Und wenn du das jetzt siehst, 5, 1, 2, 7, 5, 2 oder 1, 4, 11, 20, da haben wir 5, 6, 7, 8, das ist damit gemeint. Das ist unheimlich wichtig. Es darf kein Joda verloren gehen. Beachte außerdem, das habe ich noch gemacht, die 34. ist 50. Das nur nebenher ist alles, jede Kleinigkeit ist wichtig. Wenn man die 0 ignoriert, ergibt das die Folge 3, 4, 5, wenn wir die wegmachen. Das ist übrigens eine Sache, Mose 5, 4, 3, gehe ich in der 45 ist der Adam und das ist also hier ganz, das ist ein Spiegelphänomen. Kann man alles nachlesen. Mir geht es nur, dass du das Wichtige mitkriegst. Die Ziffern 3, 4, 5 sind auch die kleinstmöglichen Zahlen für den Satz des Pythagoras. Der steckt übrigens auch hier drin. Das wollte ich nur erwähnt haben, das könnte ich dir auch zeigen. Auch hier haben wir die 3, 4, 5, können wir nochmal anders schreiben. Gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Das ist ein elementare Erkenntnis. Jetzt pass auf, die Zahlen 5, 6, 7 und 8 haben, heißt zum Sohn, der Sohn in IQBs Zahnuniversum eine besondere Bedeutung. 5, 6, 7, 8 zusammengezählt ist nämlich rein zufällig 26. Und wir wissen, das ist JHBH. Und 5 mal 6 mal 7 mal 8 ist 1680. Und das ist das griechische was? Christus. Christoi.
in griechischer Gematria geschrieben. Und da haben wir jetzt in Matthäus 1,1 heißt es, Biblios, das Buch der Generationen. Das ist im Hebräischen die Erde. Jesus Christus, Sohn Davids, DVD. Der Geliebte, das Gefäß, in dem sich alles befindet. Das ist die DVD, moderne nennen wir das eine Datei, ein Speicher. Sohn Abrahams. Es wird jetzt zu weit führen, wenn ich reingehe, das ist, es besteht auch noch ein arithmetisches Phänomen, der Zahl 78 besteht aus den Faktoren 5, 6, 78 ist 7 mal 8 ist 56, bla 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 bla. Und das jetzt, ich fahre da nur mal ganz kurz runter, das sieht so kompliziert aus und wenn du sagst, oh, verstehe ich nicht, baut sich schon wieder Blockade auf. Es ist nur ein Aneinanderreihen von Zahlenfolgen zwischen den N und den ZZ. Das heißt, die Reihenfolge, an welcher Stelle steht diese zusammengesetzte Zahl, werden in einer Reihe im Spiegel Hinfolge der zusammengesetzten generierten Zahlen eine Verbindung von dieser 134, 103, 58 der Zahl des Messias zu 386 vom Wert Jesus. Immer griechische Gematria. Wird alles beschrieben. Jetzt pass auf, was da passiert. Die 134. zusammengesetzte Zahl ist 175. Die 175. zusammengesetzte Zahl ist 224 und die 224. zusammengesetzte Zahl ist 286, das heißt der Kopf von UB. Die 286. zusammengesetzte Zahl ist 358 und das ist das hebräische Wort Messias. 134, die 105 zusammengesetzte Zahl ist 175. Wenn wir die zusammenzählen, kriegst du auch 386 und das ist das Wort Jesus. Ist 386. Wenn du jetzt meinst, das ist alles Zufall, ist ein Witz. Es gibt keine Zufälle, es gibt eine Matrix, eine absolut heilige, göttliche Zahlenstruktur. Da werden zwar die Kabbalisten reden auch, aber die machen den Fehler, dass die alles nur raumzeitlich mit Vergangenheit zerdenken. Die kennen diese Verbindung nicht. Das heißt schon die Tatsache, dass Juden ja nicht so viel Interesse an dem hier haben. Ist der in der eigentlichen Kabbala der Juden nicht so interessant. Jetzt geht es dann dazu, dass die 56 wurzelt im Eigon Deus, das heißt im heiligen Gott. Und der heilige Gott ist UB 86 El Hayom. Und die 78, immer 5, 6, 7, 8, ist 3 mal 26. Wir haben immer wieder diese 3 mal 3 mal 3 und da brauchen wir hier immer verschiedene Wahrnehmungsebenen. Dies wird auch durch die folgende geistreich generierte Zeichenfolge der zusammengesetzten Zahlen sichtbar. Es ist nur ungewohnt, wenn dir das einmal klar ist, wenn wir hier diesen Sprung machen. 26. zusammengesetzte Zahl ist 39. Und die 39. zusammengesetzte Zahl ist 56. Das symbolisiert jetzt dieses Zusammensetzen. Wenn du jetzt dasselbe tust, wie im vorhergehenden Beispiel, jedoch bei diesen fortlaufenden, ausgedachten NX-ZZX-Sequenzen, nicht bei 26 ist gleich 39, sondern bei N1 ist ZZ4. Das ist der Anfang dieser Tabelle. Das heißt, im absoluten Anfang, der 1, Echad, der männlichen 1, der absoluten männlichen 1. Ain heißt ein nicht existierendes Bewusstsein, wird hier genau erklärt, von UB. Dieser ausgedachten, zusammengesetzten Zahlenreihe, Spiegelwahrnehmungen beginnst, dann kommst du nach 5 Zahlen und 4 Schritten zur 26 und die Summe dieser 5 Zahlen ist 56. Das habe ich jetzt hier dargestellt, das kannst du ausprobieren. Und nach 78, die 78 erreichst du nach 7 Schritten und 8 Zahlen. Wenn du meinst, das ist alles Zufall, es ist ein extrem verwobenes arithmetisches System. Die Summe der verschiedenen Zahlen dieser Sequenz ergibt den Wert, und die kannst du jetzt dann zusammenzählen, 229, und wir brauchen immer die Quersumme, da springe ich jetzt dann gleich rein, gibt 13, und 13 ist Echad
das nicht existierende Bewusstsein, die rote Liebe und die Heilung. Das sind 13er Werte. Und wenn ich die 13 nochmal zusammenfasse, dann landest du in der roten 4. Das ist diese These, Antithese, Synthese, ausgedacht, These, Antithese, Synthese. Und die drei werden in geschlossen in der absoluten roten 4. Das ist unser Plus-Plus-Quadrat. Genau. Kann man im Farbenspiel schön nachlesen. Das lasse ich jetzt aber gut sein, wenn du hier, wir sind auf Seite 3 und du wirst dich wundern, wenn du jetzt diese 18 Seiten gehen bloß um diesen kleinen Rhythmus. Das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Das ist diese Tabelle nochmal. Wenn wir jetzt bis zu dieser 56. Zahl durchgezählt diese ganzen Werte zusammenzählen, kriegst du die Summe 1596 und die zusammengesetzten Zahlen bis zur 56. zusammengezählten Zahl addiert, gibt den Wert 2368 und wir wissen, das ist auf Griechisch geschrieben, Jesus Christus. Ja. Und jetzt können wir hier reingehen, es ist eine Reise, es ist Jesus Christus, die 2368 übrigens gespiegelt, UB, rückwärts gelesen, 32. Das heißt, wenn ich das jetzt rückwärts lese, habe ich ja 86, die 86 und 32, die 32 und das ist lebt das Herz. Das hast du so gespiegelt gelesen, heißt es, UB ist das Herz von allen. Das habe ich jetzt nur noch erwähnt, weil du wirst dich irgendwann mal gewöhnen müssen, dass du alles umdrehen musst um 180 Grad. Der mit dem Heiligen Geist von JCH, UB 86 El Hayom, Alhaim, ein Selbstzeugnis ablegt, das mache ich mit meinen Ohrenbohrungen. Und dann kommen wir zu dieser kleinen Sache, dass zum Beispiel das hebräische Wort für der Geist Gottes, Ruch, Elayom oder Alhim, hat den Wert 86 plus 214 ist 300, das ist der Logos, das Shin, mit Endzeichen gelesen, weil das Mem kann ja nicht nur die 40, sondern auch die 600 sein, kriegst du dann den Wert 860, das ist praktisch die 86 auf der 10er Ebene. Und dieses 10 mal 86, das bin ich UB. Und immer dran denken, ich UB ist nicht der Gedanke Udo Petscher. Du bist wesentlich mehr dieser jetzt ausgedachte rote Schöpfer als bewusst träumender Geist wie irgendein Gedanke, den du dir denkst. Du bist auch viel mehr. Immer dran denken, El Hayom, El Hayim. Ist Gott das Meer? Du bist viel mehr wie irgendeine Welle, die du dir ausdenkst. Selbst ein ausgedachter Gott ist bloß ein Spritzer, der für einen kleinen Moment aus dir als Gedankenwelle herausspritzt und wieder in dich hineinfällt. So viel zum Thema, mach dir kein Bild von Gott. Du machst Gott zu einer Existenz, zu einer vergänglichen Erscheinung und betest eine vergängliche Erscheinung an. Stimmt oder stimmt? Der Unterschied zwischen der Symbol Ischen, Ischen heißt schlafen und wiederholen, Isch ist Gestalt geworden, der symbolischen Zahl 2368 und 1596 beträgt übrigens 772 und das ist nach Adam Riese, zweimal 386. Und das ist zweimal Jesus. Und das ist ich und ich. Ich bin du. Begreif es doch endlich. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bist du schon ich oder bist du irgendeiner Gedanke, den du dir denkst? Der vorm Computer oder der auf dem Bildschirm? Das bedeutet es. Ganz einfach und simpel. 772 ist auch die Zahl des Satzes, das Wissen von Gut und Böse. Das ist dieses Hadad, das ist übrigens die 11. Sephira in der Kabbala, von Dov Vera. Interessantes hebräische Wort Dov. Zwei Spiegelungen, plus minus, heißt gespiegelt aufgespannte Polarität. Blau gelesen. Und ein berechneter Augenblick. Das ist das Geheimnis von Gut und Böse. Eine Art und Weise, wie die Zahlen 5, 6, 7 und 8 im Originaltext verarbeitet werden, zeigt sich mit den Zahlen, mit der Zahl Aleph. Das Aleph präsentiert Gott im Originaltext, dieser Buchstabe, da hast du auch schon wieder die Spiegelung. Dies wird in Genesis 1 eindeutig, wo die Summe der Buchstabenstellen der ersten 6 Aleph genau den Wert 3, 9, 10, 15, 23, 26 ist gleich 86 ergibt. Wir schauen uns das einmal ganz kurz nach. Das ist jetzt das Aufbauen. Passt das Bild noch, Redo? Super. Okay, jetzt aufpassen. Das 5. und 6. Aleph befindet sich in Genesis 1,1 und das 7. und 8. Aleph befindet sich in Genesis
1,2. Das ist der erste Wert, unser berühmtes Bereshit Bara Elohim, Genesis 1,1. Und jetzt schauen wir mal, wo da Alephs vorkommen. Das ist wieder die an der ersten Stelle, das ist dieser NN-Wert. Dann der zweite Aleph ist an der neunten Stelle, das dritte Aleph ist an der zehnten Stelle, also das erste ist der dritte Buchstabe, der neunte, der zehnte, das vierte Aleph, das fünfte, das sechste Aleph. Gut, dann haben wir hier nochmal das siebte Aleph, das achte Aleph. Kannst dir mal in Ruhe anschauen, wenn du die Datei aufmachst. 5, dieser Gesamtwert von diesem Vers unten ist 3546. Beachte, das 5. und 6. und das 7. und das 8. Aleph sind auf zwei Verse verteilt und befinden sich auf den Buchstabenstellen 23, 26, 31, 62. Die Summe dieser Buchstabenstellen beträgt 142. 142 ist die Hälfte, 284, und das ist der Zahlenwert von Gott auf Griechisch. Und wenn du das jetzt dir anschaust, ich erkläre jetzt das nicht, da muss man sich ja wenn reindenken, wenn man das interessiert. Alle 5., 6., 7., 8. Buchstabenstelle, wissen wir, ist 126, ist Jahwe. Buchstabenplätze in Genesis 1 ist 23, 26, 3, 34 ist Elion, 86. Zufall? Die nächste Frage, kann man das eigentlich durch Rumprobieren entdecken oder kann das bloß der wissen, der das von vornherein so als Architekt erschaffen hat? Die Frage beantwortest du dir selber. Wir können jetzt auch wieder springen, wenn ich dir zeige, wie sich zum Beispiel die Kreiszahl Bi berechnet aus diesen ersten Vers, aus diesen Zahlen, die Kreiszahl Bi berechnet oder dann im Johannesevangelium diese Naturkonstanten sich herausrechnen. Da gibt es extra Schriften dazu. In einem streng arithmetischen System. Alles Zufall. Du musst wissen, deine Universitäten, deine ausgedachten Traumwelten haben den eigentlichen Geist, Gott, vollkommen aus ihrem System verbannt. Weil das religiöses Geschwätz ist. Und ich werde sie jetzt aus meiner Welt verbannen, indem ich Sodom und Gomorra auslösche. Gott ist für die Naturwissenschaft Geld. Und für jeden Menschen von Sodom und Gomorra, für die Figuren in deinem Traum, und jetzt reduziere ich das extrem harmlos, Figuren in einem Traum haben nicht die geringste Überlebenschance. Der einzige, der ewig ist, ist der träumende Geist. Aber das ist ja etwas, was in der Naturwissenschaft nicht existiert, weil man kann es ja materiell nicht beweisen. Das ist der Schlüssel. Okay, und das lassen wir jetzt genug sein. Jetzt sind wir auf Seite 9. Und das ganze Spiel spitze ich nur ab, nur die Zahlen 5, 6, 7, 8. Das ist übrigens hier im ersten Vers, muss ich ganz kurz noch, weil es so spannend ist. Die Zahlen, werde diese sieben Worte enthalten, genau 20 Ziffern. Wir können diese Werte als eine Zeichenfolge von links nach rechts lesen. Es geht hier darum, dass im Anfang, Bereshit hat den Zahlen, wenn wir die zusammenzählen, 913. Im Anfang erschuf, da habe ich jetzt erstellt hingeschrieben statt erschaffen, Bara ist der Wert 203, Gott ist natürlich 86, du, bla bla bla. Und ich schreibe jetzt einfach mal hin, pass auf, was jetzt passiert. Von rechts nach links natürlich, von links nach rechts, 913, 23, 86 und so weiter und so fort. Und wenn wir die jetzt durchnummerieren wieder, dann wirst du feststellen, dass hier an 5., 6., 7., 8. Stelle steht wieder unser 0. 386. Auf Position 5, 6, 7, 8 befinden wir die Zeichenfolge und das ist absolut gelesen. Absolut gelesen heißt, diese 0 ist dieses der Urknall, bevor er geknallt hat und aus dem entspringt der Logos von UB, rot gelesen. Und das ist das hebräische Wort Jesua, Jesus. 300, der Logos von UB. Jeshua, 386, weil ich UB als Jesus mein Werk, jetzt ein ausgedachter Jesus, mein Werk in der Welt vollbracht, Bara, vollbarer, Chedi in Schrecken versetzt. Das sind die Spiegelecken in unseren Tetraederspiegel, kollektive Spiegelungen, Erscheinungen. Beziehungsweise vollbracht habe, sehr interessant, das heißt Erschöpfen von Schinnerecken, logisch berechnet, das ist Chedi, heißt auf Hebräisch Schrecken, in Schrecken versetzt werden, aber Schinner ist ja logische berechnete Ecken. Oder voll BR8. BR heißt das Äußere. Und das ist die weibliche 1.
wurde ich während dieses Jesus-Lebenszeit zum Christus gesalbt. Christus stammt vom griechischen Wort krio, ab, und bedeutet Eigenlicht. Zuerst einmal nur die Oberfläche, kreisendes, polaris erwecktes, plus minus Fläche eines Körpers leicht berühren, rühren, darüber streichen. Dann aber auch geistreich verstanden, Bewusstsein Gottes, Öl, Oll, 70, 30, hochgehoben und ein Joch aufbauend. Ein Joch ist eine Welle. Bestreichen, das heißt mit Bewusstsein Gottes einreiben, ein nicht existierender Spiegel. So. So und so weiter und so weiter. Jetzt kann man da noch Tricks machen und das geht jetzt hier in einem fort. Wunder über Wunder ohne Ende. Das ist hier jede Kleinigkeit im Dein, zeige ich dir, dass du aus diesem großen System, die Reihe 18, 18, 18, 18, ich, Kehrwert nicht herauskommst. Ein simples System. Lassen wir jetzt gut sein, wir machen hier weiter. Das war jetzt nur diese kleine Schrift reingeschaut. Jetzt pass auf, jetzt wird es ganz interessant. In der amerikanischen Schreibweise eines Datums wird der Monat und der Tag ausgetauscht, vorangestellt. So wird aus der bei uns gebräuchlichen ohne Jahrhundertschreibweise vom 31.12.21 die Datumsziffernfolge 12.31.21. Wenn man davon die Quersumme bildet, landet man bei 343. Da sind wir oft drauf eingegangen. Das findest du jetzt wieder in der Holoarithmetik Teil 2. Das baut auf der Holoarithmetik auf. Ein Startpunkt 2,23, ich habe jetzt 2,43, dieser Mack. Das ist jetzt ein Video, wo ich hier mit den Fettings geführt habe, wo ich ein bisschen auf diese Schrift eingehe. Das kannst du dir anschauen, da erkläre ich das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Was mir jetzt hier wichtig ist, was ich noch sagen will, ist jetzt zum Beispiel der, wissen wir, es generiert die amerikanische Schreibweise. Da schauen wir uns das einmal an, wissen wir, ist die Mutter, Ri ist die Flüssigkeit. Ja. Wenn wir Armer machen, das heißt sprechen. Im Hebräischen, da gehen wir ganz kurz in unseren Gematrie-Explorer rein. Da heißt es, wenn es immer heißt, und er sprach, dieses und er, Imperfekt, beginnt immer mit Waff, J. Und dann kommt entweder Armer und er sprach, Armer, Waff, J, Armer, oder es kommt DBR, heißt auch Sprach und Sprechen. Es ist ein Unterschied, ob da dieses Armer steht, das ist der Laut, die Kunde, das Wort, der Spruch oder ob da Deber steht. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es wird immer, in der Dora wird es immer gleich übersetzt. Da steht entweder Waff J und R, DBR oder Waff J AMR. Das sind zwei, beides heißt Sprechen, Reden und Wort. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob das eine oder das andere steht. Es ist auch ein großer Unterschied, ob da bei dem Wort Mensch Adam steht oder Enos steht. Aber das wird in den Übersetzungen vollkommen ignoriert. Das wurde eigentlich nie in theologischen Schriften wirklich erwähnt. Obwohl es ein elementarer Unterschied ist. Und wir schauen uns dieses Armer an, das Sprechen. Da muss man jetzt wissen, das Wort Armer bedeutet je nach herangezogene weltlichen Wörterbuch sagen, Wort sprechen, Verheißung. In einigen Bibelstellen wird es mit Denken und Befehlen übersetzt. Was es wirklich bedeutet, erkennt ein neugieriges Gottes ganz einfach, wenn es das All als Präfix liest, dann bedeutet es nämlich, ich bin ein bitterer Herr, B-T-T-R in einer Reihe. Denn die Radix MR bedeutet bitter, aber jetzt ist es, wenn ich das B in mir, sind zwei Erscheinungen, die erweckt werden. Ich kann aber bit, dieses B-I-D heißt das Haus einer Reihe. Da steht bei weitem nicht alles da, weil B-I-T, also B-J-T, 2, 10, 400 heißt ja Haus. Ja. Bethlehem ist das Haus des Beroten, des Brotes. Berot heißt in einer Hülle stecken. Also im, sagst du mal, Belut ist die Hülle und Berot ist der Adam. Du bist im Adam. Adam ist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Der Geist, der Seher, der das denkt, das bist du Geistesfunk und das, was du dir ausdenkst, ist die dieses Video jetzt, in diesem Moment, mit ständig wechselnden Bildern in, als Information. Und wenn ich jetzt da ein J dran mache, Ameri, halt, da müssen wir hin, A-M-R-I, Ameri, wird es ganz interessant. Das sind, das hast du mal in der Bibel, die Amoriter.
Die kann man rot und blau lesen. Wenn man sie blau lesen, ist die Schöpfung einer gestaltgewordenen Wassergedankenwelle, einer Gestaltwährung, ist immer eine Berechnung, eine persönliche Berechnung deines Intellekts. Mhm. Wenn man sie rot lesen, dann ist es das schöpferische Meer, ist der Kopf Gottes, mhm. unser Rai. Und da steckt jetzt schon der Amor drin und der Amor ist der Cupido. Mhm. Eine andere Form, wobei ein Unterschied ist zwischen dem Cupido. Cupido wird oft auch negativ übersetzt mit den zwei Seiten. Und das ist jetzt dieses Amri, meine Rede bzw. meine Verheißung. Das mache ich jetzt gerade. Amorida, mein schöpferisch gestaltgewordene Berechnung, mein Sprechen, mein Reden, mein Herr rausgehen. Die Amorida symbolisieren die Weisen der Welt. Blau gelesen. Der rote Amor, Cupido, symbolisiert den Geist Gottes. Denen du nachplapperst, habe ich nicht gesagt, jeder äfft jeden nach, ist nicht jeder Professor irgendein Affe, der seinen Professoren, wie er in der Schule war, nachäfft. Affen, äffen, naffen, nach. Das ist die Wirklichkeit von Sodom und Gomorra. Und sie beten Geld an. Und alle guten Menschen sind voller Feindbilder. Das Verrückte ist, dass jeder, der glaubt, er gehört zu den Guten, weiß gar nicht, wie viele Feinde er bekämpft. Schau doch einfach in dich rein, sei doch endlich mal ehrlich, sei einfach mal selbst ehrlich. Hast du irgendwelche Feindbilder? Liebst du deine Feinde? Liebst du das, was du nicht kennst, was dir böse, schlecht erscheint? Oder die Sachen, die dich gar nicht interessieren, was ist damit? Es fehlt alles in deinem Bewusstsein, obwohl es in dir auf einer tieferen Ebene drin ist. Das ist das Spiel meiner Verheißung. Das heißt nämlich auch meine Verheißung. Und jetzt wird es interessant, dass das hier, wenn wir das nochmal schreiben, das sind absolut korrekte Übersetzungen. Das ist meine Rede, meine Verheißung. Das heißt aber auch, der Schöpfer, das, wenn ich den Aleph nicht imperfekt, sondern als Schöpfer setze, ist dann ein Ungehorsam, eine Widerspenstigkeit, ein Widerspruch. Imperfekt gelesen, ich werde halsstarrig und unbelehrbar. Darum sage ich, du brichst dir selbst das Genick. Mhm. Jetzt das Genicken kann ich natürlich auch positiv und negativ lesen. Gut, wir sind Amerikanis, Ken, da wissen wir, KN, Hebräisch, tausendfach erzählt, heißt sich etwas. Ist das Fundament, Mendio. Diese zwei Buchstaben, 2050 heißen Fundament, das heißt sich etwas, Fundament, Mendio, sich etwas lügen, üben, überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Und das Ganze passiert jetzt immer, diese Rot-Blau-Lesung in diesem Spiel, und da haben wir jetzt schon die 43, schaut, das haben wir auch da drin. Nur immer, ich spiele und wende und tausche die ganzen Zeichen und dann landest du in diesem Gesamtkontext. Das kann man jetzt ziemlich dann ausmachen, weil jetzt könnte ich natürlich alles erklären. Ich habe jetzt das kleine, das Video, da sind übrigens mehrere drin, aber das auftauchen lassen, wenn du das anklingst mit den Fettings, wo ich ein bisschen auf diese Schriften eingehe. Und dann wirst du ein Wunder merken und ich betone auch immer wieder, dass die Grundstrukturen dieser Kristallstrukturen kabbalistisch überhaupt nichts Neues ist. Was bei Holofeeling neu ist, ist der Gesamtkontext, der letztendlich alles, was du dir jetzt ausdenkst, wieder zurückführt auf dich selbst, mhm. auf das, was du bist, nicht auf das, was du sein glaubst, zu sein glaubst. Mhm. Also hör auf, die Weisen deiner Welt zu bewundern. Wobei das trotzdem Wissenselemente sind, die wichtig sind und die richtig sind, als Baselstückchen vom Heiligen Ganzen. Aber durch diese Einseitigkeit, die gelehrt wird, das geht schon los, wenn wir jetzt in die Religionen gehen, dass jeder für sich anmaßt, er hat die richtige Religion. Ich kann dir jetzt über, wenn wir mal in den Sinologie, in das Chinesische reingehen, beziehungsweise in die asiatischen Lehren über den I Ching zum Beispiel, das sind ja auch extreme Zahlenstrukturen, wo ich schon reichlich drauf eingegangen bin. Das ist das System der DNA in der Physik, rein arithmetisch betrachtet, die ja noch nie einer gesehen hat, weil im Hintergrund immer eine Zahlenstruktur steckt. Genau. Und jetzt im Angesicht dieses unendliche Menge von Wissen, wo ich wirklich sehr, sehr konzentriert nur Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen dir mitteile, kann ich nur sagen, bleib ganz ruhig, du musst da keine Angst haben. Du musst auch an deinem Leben nichts verändern. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Wir denken uns jetzt einmal den Resobrösel aus, den Fußballer, den Doren, die Dora. Der Meister der Dore ist zu einem Meister der Dora geworden. Und das ist eine Verwandlung, das dich oberflächlich
überhaupt nicht verändert. Ich sage immer wieder, oberflächlich verändert sich überhaupt nichts. Den ersten Schritt, den du gehen musst, wenn du jetzt in dich reinschaust und ich frage ganz in einer Selbstfrage, an was denke ich eigentlich, wenn ich an mich denke? An einen Körper und dann denke ich mir jüngere Körper jetzt oder ältere Körper, die ich noch kriege. Bin ich das oder bin ich der, der sich das ausdenkt? Was hat sich eigentlich an meinem Leben selber verändert? Während ich jetzt dieses Leben durchlebt habe, ich sage immer, was verändert sich an einem Leser, während er ein Buch liest? Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das ist das Diesseits und das Jenseits. Was ändert sich eigentlich an einem Videospieler, der einen Joystick in der Hand hat, während er ein Videospiel spielt? Wenn du in einer griffigen Situation bist, dann steckst du in diesen Körper, ich sage noch mit einer Verabredung, das ist so verblüffend, dass du so in eine Vergessenheit gehst. Ja. Und jetzt mit Holofeeling kommt die Rückerinnerung, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Mhm. Und du erkennst plötzlich, hey, ich bin ja immer, egal an was ich denke, ich bin immer dasselbe Ich. Jetzt bist du das rote Ich. Ja. Oberflächlich läuft das Spiel ganz normal weiter. Genau. Aber du wirst jetzt sehr vorsichtig mit den Aussagen. Du wirst jetzt jeden Moment Cut machen und dir bewusst machen, was ist jetzt eigentlich da. Jetzt habe ich einen Monitor vor mir mit einer Lautsprecherstimme. Puff, das ist es. Ich muss gar nicht weiterdenken. Kategorie 3 Fragen, bin ich darauf eingegangen. Was ist jetzt da? Alle Kategorie 1 Fragen, wann war der Krieg? Ist jetzt Corona? Gibt es das da außen oder gibt es das nicht? Die Frage lösen sich in Luft auf. Da außen, was, wie definierst du außen? Was Ausgedachtes, das, was du außen nennst, muss das dann mal außerhalb dieser absoluten Einheit sein. Das heißt, es muss aus dem Urknall was herausplatzen, aus der Datei, aus dem Internet, aus Gott, nenn es, wie du es willst. Und es ist das dann mal deine Information. Das heißt, eine ausgedachte Information ist schon außerhalb dieser absoluten Einheit. Ja. Diese schöne Stelle, nicht bin du, er ist der Verstehende. Er sieht, dass alles und jeder in Bezug auf Geist, weil alles und jeder ist nur Geist. Der Geist, der träumt, ist alles, was alle es. Das Nichts, le es, ein auseinandergeschmissene Raumzeit oder ein auseinandergeschmissenes Bewusstsein. Ein Geist, der träumt, ist alles, was er träumt. Er ist aber nichts davon. Der, der immer ist, ist all, das Meer ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle. Der Geist sieht, der Verstehende sieht, dass alles und jeder schon verstanden hat. Die wissen es bloß noch nicht. Das ist die große, große Erkenntnis. Und das ist eigentlich hier, man kann nicht anders in Erscheinung treten als eine Existenz. Sobald du eine Existenz bist, bist du ein vergängliches Wesen. Aber Existenzen benötigen eine Nicht-Existenz, aus der die Existenzen entspringen. Das beschreibt Holofeeling. Und das ist jetzt nicht eine Mutmaßung, sondern ich beweise dir mit 100%. Oder es reißt wieder ab. Udo. Das passt, jetzt ist jetzt ein Zeichen, dass wir Schluss machen. Haben wir es wieder? Ja, jetzt ist er wieder da. Ich sag, jetzt mischt sich wieder der Scheitern ein. Wir lassen es jetzt eh gut sein. Das ist wie gesagt und das kannst du jetzt einmal auf dich wirken lassen und jetzt je nach Interesse kannst du das weglegen. Du kannst dich in diese Schriften vertiefen. Das sind ja auch nur wieder, fang bei den kleinen Schriften an. Es sind nicht nur die 8 Bände, die wichtig sind. Wenn ich jetzt welche her, die sagen, ja, ich lese zur Zeit, du bist ich. Ich sage, ach, schmunzel ich. Ja. Das ist gerade, dann arbeitest du noch dran, dass du dann Nugi nicht mehr benötigst. Ja. Und dann verknüpft sich das immer rückwirkend. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber es geht nicht um intellektuelles Wissen. In dem Leben hast du zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben. Und zu lernen, lieben, rot gelesen. Einfach die Erkenntnis, was ist in mir drin, dass ich dieses oder jenes, was ich jetzt denke, ich drücke es einmal genau aus, dass ich diesen Gedanken, den ich jetzt denke, nicht haben mag. Warum lässt Gott den in mir auftauchen, als träumender Geist? Dass du das erkennst. Es sind alles Puzzlestückchen von dir selbst. Okay, lass mal auf ein neues. Viel Spaß.